Hallo, wir sind hier bei Bombardier. Hier werden Straßenbahnen hergestellt. Das ist natürlich ein Gelände, wo wir uns als große ÖPNV-Fans wirklich wohlfühlen. Ein Höhepunkt der Tour hier war, dass wir selber auch am Steuer sitzen durften von einer Straßenbahn auf der Teststrecke. Und im Gespräch mit Geschäftsführung und Betriebsrat war auch ein Thema die Frage Renteneintrittsalter. Und was uns von beiden Seiten bestätigt worden ist in so einem Betrieb wie hier, wo auch schwere körperliche Arbeit in der Fertigung notwendig ist, ist es für viele wirklich schwer, bis 65, geschweige denn bis 67 in Arbeit zu bleiben. Insofern nehme ich heute hier neben schönen Eindrücken und tollen Bildern von Straßenbahnen auch nochmal mit, wie wichtig es ist, gegen die Rente erst ab 67 zu kämpfen. Und wir haben gerade großes Glück, dass sie sowieso hier stand. Ja, oder haben Sie immer eine, wenn jetzt Besuch kommt, dass man hier mal eine Runde fahren kann? Nein. Genau, 70, ne? Und hier sind ja noch wenigstens 50. Ja, und ein anderes Thema, bei dem wir uns, denke ich, einig waren, sowohl mit dem Betriebsrat, der ja immerhin die Interessen von 1300 Beschäftigten vertritt und auch mit der Geschäftsführung war, dass wir natürlich eine bessere Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs haben wollen. Wir sind gemeinsam der Auffassung, dass Straßenbahn wirklich die Zukunft gehört. Und wir würden uns freuen, dass in der Verkehrspolitik und auch in der Wirtschaftsförderung das Geld nicht so sehr in die Straßen fließt, sondern in die Unterstützung von Straßenbahnen, von Bussen und von U-Bahnen. Und ja, auch das nehmen wir sicherlich mit von diesem Besuch.